Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset. Das letzte Mal in der Season 23 war nächste Woche, fängt dann das neue DLC an, die finale Form. Ja, das heißt, diese Woche muss auch alles gelootet werden, was ihr habt, alles leergeräumt werden, alles aufgeräumt werden. Das heißt, ich habe auch noch viel zu tun, aber jetzt gehen wir erstmal in den Weekly Reset rein. Also, Ruchlosigkeitspunkte sind erhöht bei Gambit, dann sind die Tapferkeitspunkte im Schmelztiegel erhöht, dann sind hier immer die Fort Booster, also auch hier die Rangpunkte erhöht. Ja, und also überall ist alles erhöht. Zudem nicht vergessen, Halle der Champions, da natürlich die ganzen Wacker-Sachen mitnehmen, ja, also die ganze Rüstung mitnehmen, dann die ganzen Engramme einlösen, die Drop-Chance von Wacker-Waffen sind da irgendwie erhöht um das Doppelte. Also ich weiß nicht genau, ob damit die umrandeten Waffen gemeint sind, also halt diese hier, ja, die halt eben schon auf Meister sind, das Meisterwerk sind, das weiß ich gerade nicht genau, aber ich glaube, das ist auch damit gemeint. Also auf jeden Fall hingehen und da alles looten, definitiv. Dann die Engramme, alle looten, ja, den Season Pass looten, den alten auch noch von der vorigen Season über die App, wenn ihr habt, looten, diesen Season Pass leer machen, etc., etc. Also wir haben viel zu tun. So, da hinten ist noch irgendwas, was ich gleich annehmen kann. Warte mal, was ist das hier? Weisheit eines Kriegsherrn, sprich mit Checks im Turm. Okay, was das schon wieder ist, weiß ich gerade nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz zu testen, schauen nach, was die da so hat diese Woche. Wie gesagt, letzte Woche Song 23, Song des Wunsches. Und da heißt es, ihr auch, die ganzen Event-Sachen sind das letzte Mal da. Die Eversum-Gramme muss ich auch noch ein paar raushauen, wie gesagt, das kommt auch noch. Das mache ich dann separat. Also wie gesagt, hier die Season des Wunsches endet bald. Das heißt, alles, was hier ist, ja, wird nächste Woche nicht mehr da sein. Das heißt, jetzt, wenn ihr Bock habt, irgendwas noch zu holen, müsst ihr es jetzt eben halt reinfarmen oder kaufen. So, aber erstmal den Glanzstaub hier mitnehmen diese Woche noch, die 700 Glanzstaub, die diese Woche auch das letzte Mal da sind, glaube ich, so wie ich weiß, das Geschenk von Bungie. Dann die ganzen Sachen hier nochmal angucken und ja, lootet, was ihr könnt, sozusagen, und wo ihr Bock drauf habt. So, dann haben wir hier einmal folgenreiches Experimentgeste für 3250 Glanzstaub. Ja, geht so. Wie gesagt, mache ich jetzt nicht weiter, keine Zeit. So, Enthüllung für das absehbare hier Waffenornament für feste Chancen, für Simur Glanzschaub hier einmal. Sieht nicht so geil aus, wie ich finde. Dann hier einmal wieder belebter Schattenteleporteffekt, 450 Glanzstaub. Der geht eigentlich klar, würde ich sagen. Dann hier einmal Coleoportera Shader für 300 Glanzstaub. Ja, ist okay, würde ich sagen. Also Shader kann man eigentlich immer mitnehmen. Dann hier einmal Freudenfunken hier Shader für 300 Glanzstaub. Also das ist gut, das ist eher mehr für die Ladies, ne? So, dann hier nochmal den Rest anschauen. Hier, wie gesagt, die ganzen anderen Sachen auch nochmal angucken, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu holen. Hier, wie gesagt, guckt euch alles an. Wie gesagt, es kostet aber echt Geld, wie gesagt, aber guckt euch auf jeden Fall alles an. Tanz der freundlichen Füße für 1250 Glanzstaub, die Multiplayer-Geste hier. Ja, geht so. Dann hier einmal Symmetrika-Maske hier, universelles Warlock-Ornament. Ja, das ist Pendant bei Titan und beim Jäger ist auch da. Sehen die halt anders aus. 1200 an Glanzstaub an Kosten hier. Ja, sieht auch nicht so geil aus, um ehrlich zu sein. Dann astrologische Hülle hier, Geisthülle für 2850 Glanzstaub. Oh, hier geht eigentlich auch noch einigermaßen klar, aber es ist viel zu teuer. Dann hier Baukastenstachelschiff für 2000 Glanzstaub einmal. Sieht aus wie Lego-Technik-Schiff, also sieht eher ein bisschen zu, ja, billig aus. Glänzende Nostalgie Transportmittel für 2500 Glanzstaub hier einmal. Sieht auch nach nichts aus, wie ich finde. Das Geld könnt ihr euch da auch sparen und Glanzstaub. Immaterieller Bote Waffenornament für Wunschwache. Okay. 1250 Glanzstaub. Das kann ich mir nochmal überlegen zu holen. Das Waffenornament sieht eigentlich ganz nett aus, wie ich finde. Das überlege ich mir noch, das zu holen. Obwohl, hole ich mir das? Ach komm, ich hole mir das. Ich hole mir das. Sieht ganz nett aus, finde ich. Hirnfrost Geistposition für 1500 Glanzstaub, glaube ich, ne? Ja, nicht so geil. Dann hier einmal Kokon Auftritt, 450 Glanzstaub einmal. Ja, geht so. Dann in Rauch gehüllt. Ja, dann hier Gefallenen Ankunft. Auch nicht so geil. Dann hier einmal die Shader Frühjahrsflut Fable Shader für 300 Glanzstaub. Dann hier einmal noch Mediator. Okay. Dann hier nochmal Jacarini. Jacarini finde ich ganz cool, den Shader. Ist sehr matt schwarz und weiß. Den finde ich ganz cool. Kalkos Pracht nochmal hier dran. Glanzstaub. Ja, geht so, ne? Aber sonst, Jacarini kann man auf jeden Fall mitnehmen. Der Rest ist dahingestellt. Sonst halt, wie gesagt, das Waffenament kann man sich noch überlegen, wenn man Bock hat. Der Rest ist eigentlich alles eher ein bisschen langweilig und nicht so geil. Aber ist auch mal Geschmackssache. Ja, wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall alles nochmal an. Wie gesagt, alles angucken.
letzte Woche Zeit. Was wichtig ist, nächste Woche Montag um 18 Uhr gehen für 25 Stunden die Server down. Bis zum 4. Juni, 19 Uhr, wenn das DLC startet. Das wird aber da auch noch Verzögerungen geben. Das wird nicht in eins durchlaufen, glaube ich nicht. Keine Chance. Deswegen holt eure Sachen bis Montag 18 Uhr, den 3. Juni ab. Ja, das heißt, wir haben einen Tag weniger. Sogar 25 Stunden weniger. Alles abzuholen. Also ich habe auch noch viel zu tun. Ich muss noch viel looten und so. Macht die Poststände frei. Lootet alles, was da ist. Die ganzen Engramme noch looten. Nicht vergessen. Überall, was ihr habt. Hier muss ich auch noch alles irgendwie rausfischen. Gucken, was für Perks hier drauf sind auf die Waffen. Was ich brauchen kann und was nicht. Da muss ich mit der App kleines Licht arbeiten, um zu sehen, welche Sachen gut sind oder nicht. Dazu muss ich aber sagen, die Meta ändert sich ja zum neuen DLC. Was da genau dann an Builds und an Waffen gut sind und so, wird sich dann direkt rausstellen. Im Moment weiß ich selber auch noch nicht und viele Leute auch noch nicht. Das wird sich dann alles zum DLC rausstellen. Dann, was wichtig ist, hier natürlich die Engramme. Die Exogramme, lasst die hier drinnen, nicht einlösen. Die sind zwar, sag ich mal, gecapped mit den Loot von dieser Season, aber man kann halt Raoul nächste Season dann damit leveln. Die Erversumgramme könnt ihr meinetwegen auch nächste Season einlösen, kein Problem eigentlich. Aber ich werde jetzt hier noch die Sachen einlösen, diese Season. Und wie gesagt, dann halt hier ist ja das der Engramm-Tracker. Ja, sieht man halt bei Food, habe ich noch 20 Engramme abzuholen, Schmelzziel noch 69 Engramme, Gambit noch 30 Engramme abzuholen, Eisenbahner, gut, geht nicht mehr. Waffenmeister 33, Widerstandsengramme 17, Tiefenengramme 31, Wunschengramme 62. Also ich habe noch sehr viel überall abzuholen. Das ist halt auch Loot und Material, was ihr mitnehmen könnt. Sorry. Dann macht eure Glimmer bis Maximum voll, gebt alle legendären Bruchstücke aus, die fallen weg nächste Season, ja. Und ja, behaltet viel auf der hohen Kante. Beutezüge, wie gesagt, nicht die Ritualbeutezüge oder wie die heißen machen, sondern nur noch die Beutezüge machen von Banshee zum Beispiel, von den einzelnen Planeten, aber nicht mehr machen die Beutezüge von Lord Shax, bringt nichts mehr, Zavala bringt nichts mehr und Vagabund bringt nichts mehr. Diese drei Typen von Beutezügen fallen erstmal weg, aber so viel weiß Banshee bleibt bestehen, die ganzen Planeten bleiben bestehen, alles was und halt wie gesagt, alles was in der Helm ist an Beutezügen auch nichts mitnehmen. Ja, alles, was da an Beutezügen rumfliegt, nichts mehr mitnehmen, sondern nur noch die Planeten, Mond etc., da wo Beutezüge zu machen sind, Essos etc., die könnt ihr machen, auf hohe Kante legen, die kleinen Grammar und so auch, glaube ich, so viel ich weiß, aber der Rest halt nicht, ne, da müsst ihr genau gucken, welche Beutezüge ihr auf der hohen Kante lasst und was nicht. Dann, wie gesagt, bei Raoul nochmal, wie gesagt, könnt ihr hier den Glimmer auffüllen, wie gesagt, nicht vergessen, die Exogramme natürlich lassen, wie gesagt. Ihr könnt noch Materialtausch machen, könnt noch ein bisschen was kaufen, wenn ihr ein bisschen was loswerden wollt. Ja, alles, was mit legendären Bruchstücke zu tun hat, könnt ihr rauskloppen, kein Problem. Wie gesagt, hier zum Beispiel hier den Glimmer auffüllen mit legendären Bruchstücken, ne, raushauen und den Glimmer auffüllen, wichtig, dass ihr auf 500.000 kommt. Ja, wie gesagt, die Exogramme in Ruhe lassen, ja, das braucht ihr eigentlich nicht machen, außer ihr habt sehr viele davon, könnt ihr vielleicht überlegen, was einzulösen. Dann natürlich die Quests, die wegfallen oder die ihr nicht mehr machen könnt, eventuell dann schon mal jetzt also weghauen, ja, die könnt ihr ja hier auch löschen, ihr könnt ihr zurücklassen, die Quests, weil jede Quest belegt einen Slot hier unten, ihr könnt nur 63 Sachen tragen, entweder 63 Beutezüge oder 63 Quests oder halt Mix. Das heißt, wenn ihr mehr Beutezüge noch farmen wollt und auf hohen Kante haben wollt, müsst ihr hier dann die Quest, die ihr nicht mehr machen möchtet, löschen. Dafür könnt ihr dann Fongdong ein mehr Beutezug hier reinpacken. Ja, das auch noch dazu gesagt. So, ich will mal kurz gucken, was ich bei Lord Shax annehmen kann. Was ist das für eine Quest? Muss ich nochmal gucken. Wieso können die Frischlinge im Schmelztiegel nicht mehr? Ja, das werde ich dann nochmal separat machen. Was das sein soll, weiß ich gerade nicht. Das werde ich nochmal separat mitnehmen. Wie gesagt, diese Engramme hier auch alle mitnehmen, nicht Wieso vergessen. Können die Frischlinge ja, im Schmelztiegel die hier nicht mehr so alle mitnehmen. Sein wie du? So, ja, ich habe noch gesagt, so viel zu tun, das geht gar nicht. Wie gesagt, die Waffen von diesem Season könnt ihr natürlich alle noch farmen, definitiv. Hier natürlich auch die Banshee-Waffen. Nochmal gucken. Lunulata 4B ist hier gerade drin. Arvendil FG6. Alljährliches Schlittschuhfahren. Ogma IG6. Und hier einmal nächtliche Störung. Was davon gut ist und was nicht, müsst ihr selber rausfinden. Aber natürlich das Hauptaugenmerk die Wacker-Waffen. Definitiv, ne? Die auf jeden Fall mitnehmen. Ja, alles looten, was hier noch überall rumfliegt oder auf der hohen Kante ist. Nicht, dass da irgendwo ein Fehler entsteht und ihr habt dann irgendwo vergebene Plätze. Das ist auch wichtig. Es gibt im Moment auch sehr, sehr viel Infos natürlich für das neue DSC, die finale Form. Nexus hat da irgendwelche Videos hochgeladen. Da sieht man auch, dass das Power-Level wohl auf 2020 hochgeht. Ja, das Power-Level geht wohl auf 2020 hoch, wenn ich sogar noch höher. Vielleicht sogar noch 10 Punkte oben drauf. Mal gucken. Das hat man da gesehen. Dann die einzelnen Gameplays hat man da schon gesehen. Von den einzelnen Charakteren. Die neuen Sachen, die sieht man da auch schon. Neue Waffen, neue Exos sieht man da auch schon. Also da könnt ihr beiden auch mal vorbeigucken bei Nexus Gaming. Der hat da einiges hochgeladen. Das ist interessant.
Es gibt neue Trailer definitiv, die hochgeladen wurden, ja. Der Lunch-Trailer von die Finale Forums Online etc. Wie gesagt, bei Ada Wong, die Boys sind natürlich auch noch auf die hohe Kante liegen. Willkommen, ja, hier gibt es nämlich auch noch die das synthetische Webematerial, was man kriegen kann, die Beutezüge auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr das erspielt habt, diese Beutezüge sind, finde ich, auch wichtig, weil hier, wie gesagt, droppt dann halt dieses rüstungssynthetische Material raus und dann könnt ihr es hier in den Weber stecken und damit könnt ihr Ornamente freischalten. Das heißt, ihr könnt hier nochmal ein bisschen was auf die hohe Kante legen oder halt was freischalten. Wie gesagt, ihr könnt hier hingehen, dann zum Beispiel hier zum Helm gehen, dann hier rauf gehen und hier sind halt Schlösser vor. Ornamente, die ihr freischalten wollt, müsst ihr diese Synthetikgewebeballen haben. Das kriegt ihr halt nur über diese Beutezüge. Ist auch wichtig für Eisenbahner zum Beispiel. Außer Eisenbahner wird nächste Season geändert, das weiß man halt noch nicht. So, ja, die Rüstung hier oben sind alle schlechte Werte, braucht ihr nichts von, bringt nichts. Hier unten sind aber noch mal ein paar Shader. Haus von Merin hier, einmal Shader für 10.000 Glimmer. Ja, also hier kostet es nur Glimmer, die Shader, aber auf jeden Fall die mitnehmen immer. Blume von Io abgenutzt, natürlich auch noch da. Und hier einmal, gut, kann ich mitnehmen. Komm, hab ich noch nicht. Neue Monarchie in Siegnen auch nochmal hier für 10.000 Glimmer. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Also da könnt ihr auch noch machen. Dann, wie gesagt, Material alles voll füllen. Upgrade-Module voll machen. Alles, was ihr habt, voll machen. Definitiv. Und Sachen, die ihr nicht mehr braucht, weghauen. So, die NPCs könnt ihr immer noch diese Woche bedienen. Wie gesagt, mit 8 Beutezügen gibt es immer noch Glanzstopp 120. Garantiert, ja, von den drei NPCs hier. Das Gambit, Lord Shax und Zavala natürlich nicht vergessen. Aber sonst, wie gesagt, die Beutezüge nicht auf der hohen Kante lassen. So, Zielorte natürlich immer noch hier einige Sachen zu spielen. Wie gesagt, hier ist immer noch Knoten Override Avalon, was ihr spielen könnt. Hier ist immer noch Ruin der Kriegsherrin. Wie gesagt, auf Spitzenreiter oder Spitzenloot braucht ihr jetzt nicht mehr gehen. Ist einfach egal. Es geht jetzt nur darum, das Material einzufarmen und die Waffen einzufarmen, die ihr noch nicht habt. Bauplänen zu holen etc. Auf Neptun habt ihr diese Woche, glaube ich, dann auch noch Archi, den ihr holen könnt. Der Hund muss ja auch noch gefunden werden. Das muss ich irgendwann anders aufnehmen. Hier natürlich nochmal die ganzen Strangensachen hier freischalten. Hier die Beutezüge nochmal mitnehmen. Ich glaube, Neptun bleibt, glaube ich, auch bestehen. Da könnt ihr, glaube ich, auch noch die Beutezüge auf der hohen Kante legen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wurde nicht genannt, dass es nicht ist. Also mit Neptun gibt es natürlich auch Beutezüge. Hier einmal Wechselübergriffzone, komplett diese Woche immer hier. Mit einmal Teilbereich Geschoss. Hier könnt ihr natürlich nochmal die Kopfüberzeitprüfung machen. Was jetzt verschwindet hier und so, kann ich euch gar nicht genau sagen. Dann aktuell hier bis 19 Uhr ist Faszinadrom, legendärer Floren-Sektor. Da könnt ihr nochmal ein paar Exos fahren, wenn ihr Bock habt. Müsst ihr euch aber auf die einzelnen Sachen eingrooven hier, die hier stehen. Der wandert jeden Tag um 19 Uhr woanders hin. Dann hier einmal wöchentliche Missionen, diese Woche einmal erster Kontakt. Dann haben wir unten auch nochmal Schleiereindämmung, das muss ich eigentlich auch noch einige Sachen fertig machen, habe ich aber gar keine Zeit mehr für. Dann Terminüberladung LH ist gerade hier, wandert dann um 19 Uhr nach hier oben, dann hier hin, also immer einen Tag um 19 Uhr wandert das weiter. Dann haben wir das hier auch erledigt. Dann haben wir hier noch bei der FUHO natürlich die ganzen Punkte erhöht. Diese Woche ist einmal hier. Dämmerung ist diese Woche Hypernetzstrom hier einmal. Dann könnt ihr natürlich noch hier Spitzenreiter spielen, um da Meisterwaffen abzuholen. Diese Woche weiß ich gar nicht, welche Waffe da droppt, kann ich euch gar nicht sagen. Gern wird natürlich wie immer einfach rein und spielen. Da gibt es nichts Neues, Besonderes eigentlich. Schmelztiegel diese Woche einmal Rumble, Schachmattkontrolle, die neuen Maps, die neues Territorium können wir auch noch spielen. Dann Competitive, dann Kontrolle und einmal Dynamikkontrolle ist aktiv, um vielleicht einige Sachen noch fertig zu bekommen. Dann haben wir hier natürlich noch einmal Vox Obscura, dann Prophezeiung, Gläserne Kammer, Krodas Ende mit der Herausforderung, einmal mit Energieeinsparung, okay, und dann hier einmal Königsvoll, einmal hier mit allen Herausforderungen aktiv, ja, ist diese Woche im Zyklus mit drinne. Da könnt ihr auch noch Loot abholen. Wie gesagt, diese Woche, wenn ihr halt höheres Powerlevel habt, könnt ihr diese Woche noch gut überall alles erledigen, weil jetzt ist es einfach noch einfacher, die Sachen zu holen. Weil nächste Season müsst ihr von vorne anfangen mit dem Powerlevel und ihr müsst halt sehr, sehr viel grinden, um erstmal das Powerlevel hochzuziehen. Wenn ihr jetzt noch irgendwas erledigen wollt, dann macht es jetzt. Das ist wichtig zu wissen. So, Ewigkeit natürlich einmal. Gut, man kriegt natürlich jetzt auch aktuell Torschlusspanik, dass man halt irgendwas nicht hinkriegt und vergisst oder nicht mitnimmt. Das habe ich bei mir auch gerade. Aber ist halt leider so, ich habe leider nicht viel Zeit, muss halt die ganze Zeit arbeiten. So, Proben der Ewigkeit, Mutproben der Ewigkeit. Was natürlich auch noch spielbar, auch mit Beutezügen im Verbund. Ich weiß nicht, ob das bleibt oder nicht. Nächste Season, das weiß ich gerade nicht. Runde 1 besessen, Runde 2 Kabale und Finalrunde Zytron. Ich sage jetzt Mutpunkt Ewigkeit, diese Season auch noch spielbar sind. Mit Xur im Verbund, mit den Beutezügen, das weiß ich gerade nicht. Wie gesagt, ihr könnt hier in der Schatzkammer auch noch alles looten und so. Da könnt ihr auch noch Loot abholen und Xur auch noch leveln und Xur auch noch die Beutezüge machen. Aber ich weiß nicht, ob das nächste Woche, nächste Woche auch, ob die nächste Season verschwindet oder nicht, das weiß ich gerade nicht. Sub der Habsucht ist auch noch da. Und auch noch rein, wie gesagt, im Zyklus der Dungeons mit drinnen hier einmal diese Woche. Da habt ihr das auch erledigt. Ja, hier ins Licht natürlich alles nochmal erledigen, ne? Wie gesagt, den schwarzen Shader nochmal abholen in der Halle der Champions, wie gesagt. Das Pantheon ist noch aktiv, Ansturm ist aktiv. Stunde 0 gibt's auch noch da was holen. Das Wispern gibt's auch noch was zu holen. Wie gesagt, ich hab da auch noch sehr viel zu spielen und gibt's auch gute Sachen, die ihr holen könnt.
Sagt, Helm natürlich nicht vergessen. Hier natürlich einmal hier Rins versteckt. Dann die Windung. Dann hier einmal verflucht. Dann hier einmal noch den Loot abholen überall. Hier gibt es natürlich auch die Möglichkeit, überall zu spielen. Wie gesagt, das verschwindet so viel. Ich weiß alles davon. Keine Beutezüge mitnehmen oder auf der hohen Kante lassen. Das bringt nichts. Macht die Sache einfach nur fertig und gut ist. Ja, dann fliegen wir erstmal kurz zu Helm. Da muss ich noch mal ein paar rote Randwaffen abholen, also halt Tiefenblickwaffen. Ja, es gibt viel zu tun, viel zu looten, viel zu machen. Es ist viel Micromanagement, wie gesagt, ihr müsst viel echt erledigen. Das heißt doch für mich, ich muss noch überall noch hin und so. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Das dauert alles noch so lange, was ich erledigen muss. Einige Sachen werde ich wahrscheinlich auch einfach sein lassen, weil ich einfach keine Zeit mehr habe. Auch keine Lust mehr, muss ich dazu sagen. Aber die wichtigen Sachen wollte ich schon mitnehmen. Wie gesagt, Tresor muss ich noch komplett aufräumen. Ich habe so viel zu tun. Das ist schon so ein bisschen mies und ja, ist sehr viel auf jeden Fall. Und ich habe einfach keine Zeit. Das ist echt nervig. Genau. Wie gesagt, ihr müsst aber auch, wie gesagt, überall anders noch hingehen, ne? Nicht vergessen. Guckt alles an, ob ihr da wirklich überall alles mitgenommen habt. Ne? Das vergoldete Loot, wenn ihr es nicht macht, das ist noch die vorige Season, wie gesagt, hier. Da gibt es auch noch Waffen, rote Randwaffen, blaue Waffen, sag ich schon. Für Baupläne hier, ja, nicht vergessen. Hier könnt ihr auch noch reingehen. Hier könnt ihr auch noch die Waffen mitnehmen, wie gesagt. Nehmt die mit. Vor allem, wenn das hier die rote Randwaffen sind. Ja, probiert noch irgendwie zu looten. Nimmt die mit. Wie gesagt, guckt alles an. Überall. Alles angucken. Wirklich, geht überall vorbei. Ihr vergesst nichts. Wirklich nicht. Sonst ärgert euch vielleicht eventuell, dass ihr es nicht mitgenommen habt. Ich werde sowieso auch nicht alles schaffen. Das weiß ich jetzt schon. Aber wie gesagt, guckt alles an, was ihr noch mitnehmen könnt und was nicht. Ich habe ja das Schiff immer noch nicht freigeschaltet. Ne? Ich habe da damals keine Zeit gehabt. Ey. Das ist auch ärgerlich. Wie gesagt, ich habe eigenen Loot auf der Strecke gelassen dann. Wenn nächste Woche dann die Wartungsarbeiten anfangen. Dann haben wir alle die A-Karte, zumindest ich. So ist es halt. So, hier natürlich noch nicht vergessen, wenn ihr noch Wunsch-Token überhaupt, ne, von Mara, auch hier einlösen die Sachen. Ich habe nichts mehr hier, ist alles weg. Bei mir ist es schon durch. Das ist echt, so, ich muss so viel looten, ey. Oh. So, dann haben wir hier natürlich auch nochmal rote Randwaffen, Tiefenblickwaffen, die hier looten können, ne, Engramme immer raushauen. So, natürlich immer mitnehmen alles. Aktuell, wenn ihr, wie gesagt, spielt, ist die Drop-Chance von den Bauplanwaffen, rote Randwaffen, erhöht in die Aktivitäten. Also wenn ihr jetzt spielt, und die kriegt ihr jetzt halt erhöht gedroppt, die Sachen hier. Guck mal, habe ich nochmal Bauplan freigeschaltet, ist schon mal wichtig. Welche Waffen jetzt super sind und welche nicht, kann ich gar nicht genau sagen, was ihr freischalten sollt und was nicht, wo ihr euch auch drauf konzentrieren sollt. Das weiß ich gar nicht genau. So, fliegen wir noch kurz in die Halle der Champions, dann sind wir eigentlich auch durch. Hab bestimmt auch irgendwas vergessen anzusagen und so, aber wie gesagt, im Endeffekt müsst ihr eh überall hin alles vergleichen, überall gucken und die Sachen looten, die noch da sind. Wie gesagt, es ist auch noch Archie, wie gesagt, diese Woche da, der rennt auf Neptun rum, das muss ich auch noch machen. Das muss ich aber immer separat machen, wenn ich wieder Zeit habe, vielleicht morgen mal gucken. Hier sind ja Geheimnisse, ne? Wo in Neomuna ist Archie, das muss ich auch noch machen, müssen wir noch fertig machen diese Season. Und sonst habe ich hier vieles nicht gemacht. Ich habe einfach keine Zeit, ne, Leute. Das ist leider ärgerlich. Aber vielleicht habt ihr Zeit gehabt und habt den Loot abgeholt, dann wäre es natürlich super für euch. Aber ich habe viele Sachen nicht geschafft. Das Einzige, was ich geschafft habe, war halt noch den Schwarzschäder abholen. Hier bei Halle der Champions. Das war für mich sehr wichtig. Und der Rest, wie gesagt, ist dahingestellt. So, wie gesagt, hier nochmal alles looten, wie gesagt, ja. Überall alles abgehen, nochmal gucken. Die Kisten hier, wie gesagt, das ist hier für Titan. Muss ich auch noch looten hier. Das mache ich dann beim Titan. Beim Jäger muss ich auch noch looten. Beim Warlock habe ich hier alles abgeholt, die Kisten habe ich alle mit. Also ich habe das Set jetzt hier vollständig, wie gesagt. Das Set habe ich hier vollständig. Ob es schön ist oder nicht, wird sich zeigen. Und packe ich erstmal ein Tresor. Sonst hier, wie gesagt, alles ausgeben. Ne? Hier looten, da looten. Alles mitnehmen, was geht hier. Naja, hier beim Rubo natürlich auch nochmal gucken, dass ich alle Waffenquests fertig gemacht habe. Die Beute gebraucht ihr nicht auf der hohen Kante legen. Das bringt nichts. Dann hier natürlich bei Lord Shax auch nochmal alles looten, was geht. Ja, wie gesagt, hier habe ich noch, muss ich auch nochmal die Sachen mitnehmen, wie gesagt. Sorry fürs Husten wieder. Das Engramme nehme ich auch mit, lasse ich aber, wie gesagt, im Inventar. Dann hier die Engramme habe ich noch 16, die looten, wie gesagt. Ich bin jetzt aber gerade wieder voll, das ist natürlich blöd. Hier natürlich die Engramme drinnen lassen, wie gesagt. Aber die Wackerwaffen, wie gesagt, mitnehmen. Hier die Engramme looten und dann habt ihr das auch alles weggenommen und mitgenommen. Das ist schon mal wichtig. Und ja, ich habe bestimmt vergessen, irgendwas zu sagen, wie gesagt. Wie gesagt, die alten, den Season Pass, wie gesagt, nochmal komplett looten, nichts da lassen. Wie gesagt, ich hab gar nicht genug Platz, um alles zu looten, weil ich bin einfach so vollgepackt mit ganzen Kram. Da alles looten, den alten Season Pass von der vorigen Season, wie gesagt, könnt ihr mit der App noch looten, wenn ihr was überhaupt von der alten Season, da habe ich auch noch so viel drin. Ich muss ja noch so viel looten, ey. Und so viel sortieren. Das ist schon ein bisschen ätzend. Dann hier vielleicht noch die Herausforderung ein paar fertig machen, ja. Mal kurz mit dem Einlösen.
Mir fehlen hier halt noch ja, 6 Stück, die werde ich noch irgendwie fertig kriegen wahrscheinlich, hoffe ich. Mal gucken, wenn nicht, ist auch egal. Gibt's uns halt keine 4000 Glanzstaub, ist auch nicht so schlimm. Ja, und sonst, ja, bleibt am Ball, macht die Season noch fertig. Wie gesagt, nächste Woche Montag, 18 Uhr ist Feierabend. Und deswegen, guckt alles an, bitte. Nimmt alles mit. Euch noch eine schöne Restwoche, wir sehen uns wahrscheinlich nochmal, werden bestimmt noch was sagen. Guckt euch überall die ganzen Teaser an und so, ja, das ist auch interessant. Lunch-Trailer. Die Gameplay-Trailer finde ich interessant, wie gesagt. Und nächste Woche geht es hoffentlich richtig gut ab. Und das macht dann auch hoffentlich nächste Woche Spaß mit dem DLC. Und ja, mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall nochmal wiedersehen. So, danke fürs Zusehen. Danke für den Support. Reingehauen. Euch eine gute Restwoche in der Season 23. Tschüss.